Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia, und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 2. Da sind wir dabei. Im letzten Part haben wir die weiße Maske gefunden. Die war irgendwie in den Burgkatakomben und wir haben natürlich Finn zurückerobert. Da war nämlich der Kreis, aber eigentlich so ein super schwacher Lakai, und jetzt ist in der Burg tatsächlich noch was zu bekämpfen. What? Okay. Ja, ich habe hier nur nicht als Schatztruhe, das möchte ich euch wieder nachholen. Dann werden wir zur tropischen Insel aufbrechen. Die befindet sich, ja, ihr wisst ja, wo die ist, im Süden. Von Palamisia. Komplett im Süden. Da waren wir nämlich schon mal. Da habe ich gesagt, ja, dann müssen wir später. Deswegen, ja. Da brechen wir später auf. Aber jetzt erstmal noch die Truhe holen. Vielleicht sagt er jetzt auch irgendwie Heda noch irgendwas oder Gordon. Na gut, mal auf Gordon jetzt hören soll, ist eine andere Sache, aber naja. So, und ja. Gut, wer da aufkommen soll, ist mir ein Rätsel. Das sind die Giant Gloves. Ja. War es zu gefallen. Sehr schön. Das ist doch super. Schon wieder ein Upgrade. Wie zum Geier kommt man darauf, dass man durch die Wand random gehen kann? Oh, das ist echt. Ich weiß nicht, was man sich bei sowas denkt. We will never rest until peace has been restored to the world. This is the second floor of Castle Finn. Oh, Rotom. Oh. Why? Darauf habe ich ja richtig Bock. Komm, schnapp sie dir alle. Das war richtig gut. Das war echt fantastisch. Confuse on me. Da sind Chocobo. Ja, toll, confused. Ich bin echt begeistert. Mhm. Zum Glück trifft Layla nie. Weil sie mit ihren verändernden Schwertern, das wäre echt uncool. Bin ich ja ehrlich zu euch. Toll. So viel zum Thema. Wir haben Castle Finn zurückgeobert. Genug Gegner sind noch da. Ist ja jetzt hier der Aura-Turm. Das interessiert mich jetzt aber schon. Let's see. Enhances effectiveness against various foes. Ja. Keine Ahnung. Ich gebe es einfach mal ihmchen. Hier kann man auf eine random durch die Wand gehen. Da kommen wir natürlich drauf. Aber sicher. Ich glaube, Final Fantasy 3 hat das sogar noch extremer. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Nein, natürlich nicht. Ja, ich glaube, das war's. Hier ist nur noch Hilda. Was sagt ihr denn jetzt? Take the white mask with you to Mysidia. The mages there should know more about its purpose. Was haben wir jetzt erst zu Mysidia? The Empire has been silent of lately. But I have no doubt the Emperor's hatching his next plot even as we speak. You must find the ultimate home as soon as possible. We are counting on you. Okay. Tja, Mysidia. Wie kommen wir da denn jetzt hin? Komm jetzt zu Mysidia. Cool, dass uns das jemand sagt. Ich hasse gerade alles, wisst ihr das? Haben wir das hier irgendwie eingezeichnet? Natürlich nicht. Tropical Icon, wir können auch zu Mysidia. Da leuchtet ja auch irgendwie was. Oh, ich weiß nicht, warum da was leuchtet. Oh, ist das kacki. Ich werde mich da mal schlau machen. Bis gleich. Okay, ihr Lieben. Also, das hier ist der Mysidia Tower. Das hier ist Mysidia. Wartet. Da. Da ist Mysidia Cave. Das müssen wir alles ansteuern, aber ich glaube, ich gehe jetzt mal einfach
Auch wenn uns das keiner gesagt hat zu dieser komischen Tropeninsel. Ich hab Bock. Ich geh jetzt zu dieser Tropeninsel. Jetzt ist natürlich die Frage, wo hab ich mein Schiff wieder geparkt? Wo hab ich mein Schiff geparkt? Weiß auch niemand, ne? Ja, bei der Tropeninsel, da gibt's die Black Mask. Wurde uns, glaube ich, noch nicht gesagt, aber hey, da gehen wir jetzt hin. Ich hoffe, wir sind dafür nicht unlevelt und wenn, werden wir overpowered. Kriegen wir es hin. Ja. Gut, dass du wieder weißt, wo ich hin möchte. Ich möchte eigentlich in der Alter hier. Denn da müsste ich das Schiff hier geparkt haben. Doing, doing. Ah, ist das wieder unnötig. Naja. Boah, ich finde stark, wie gut Laila aufgeholt hat. Nicht schlecht. Frau Specht. Nicht schlecht. Schön hier Fluss entlang, damit ich die Encounter avoide. Nein! Ich hab gebetet und gehofft. Wie gesagt, wir waren da schon, habe ich gesagt, oh nee, Tropical Island, Arrivederci. Ich weiß nicht, ob wir da damals schon die schwarze Maske hätten finden können. Aber wir machen das jetzt. Ich gehe da jetzt rein. Das ist ein Dungeon mit 5 Ebenen. So, und zwar ist die Tropical Island ganz im Süden. Das heißt, ja. Auf geht's. Ich raste aus. Ich raste aus. Ich bleib jetzt hier unten, weil die Gegner echt keine Herausforderung darstellen. Es ist komplett egal, ob ihr da die Stats seht. Weil die keine taktischen Finessen erfahren. So, irgendwo können wir uns wieder durchsneaken. Wenn ich das wüsste. Fischig ist. Ja, die Sea Snake, die ist etwas gefährlicher, aber sollte jetzt eigentlich auch keine Bedrohung darstellen, oder? Ich denke nicht. Ah, doch. Verknackte mal ein bisschen was. Aber wirklich nicht gefährlich. Nicht mehr gefährlich. Genau, hier müssen wir durch. Jetzt einfach nur südlich rein. Richtig? Richtig. Na denne. Na denne, die denne. Hallo? Hallo? Viel zu weit schon wieder. Und genau hier wollen wir hin. Na dann. Tropical Island B1. Gut, hier habe ich irgendwie eine andere Shots, andere Map von anderen Herstellern. Die ist nicht ganz so schön, aber besser als nichts. Muss ich dir ernst nehmen? Ich weiß gar nicht. Dual Dads? Ich dachte eigentlich, hier sind stärker Gegner. Strange. Na gut. Meinetwegen. Aber hier gibt's auch einen Boss. Ich weiß gar nicht, wie stark der ist. War alles verrankt und dschungelmäßig. Richtig tropical. Deswegen auch Tropical Island. Ich habe einen Fehler gemacht. Mit Guy. Und Marie, Laila. Jetzt habe ich es nicht gemacht. Zum Glück. Wie gesagt, bei mehr als 4 Gegnern und 4 Gegnern will ich Telefon nutzen, sonst nicht. Schwing, schwing und wieder daneben. Ach, Laila. Wann steigt endlich dein Hitrate? Es liegt wieder an den Schwertern, die sie trägt. Open Chest, Eyedrops. Nicht wirklich fantastisch. Wenn ihr mich fragt. Oh, ist die Map doof. Na gut, okay. Oh, apropos doof. Was ist das denn hier? Weg mit euch! Ja,
In der Tat, das war fantastisch. Boah, ich bin so froh, dass ich ganz viele Äther eingekauft habe, weil ohne die wäre es jetzt wahrscheinlich eher weniger lustig. Also wenn ich jetzt schon wieder auf die MP gucke, einfach nicht cool. Einfach nicht cool. Wie gesagt, die Map ist nicht gut. Oh, no, hell no. Hat die haben wir auch seit Dreadnought nicht mehr gesehen, oder? Bei Dreadnought waren ja auch komische Ratten hier. Sehr Ratter. Sie können vergiften, darauf habe ich richtig Lust. Aber ab Teleport Level 8 haben die Gegner echt nichts mehr zu lachen, kommen mir so vorher. Das ist Final Fantasy 2 und die bleiben einfach stehen, okay? Ist da schon wieder drin? Hi, Potion! Hi, Potion! Hi, hi! Marsch, marsch! Kennen wir euch? Wie das mit Feuer. Die sehen aus, als hätten sie eine Feuerschwäche. Ist wohl tatsächlich richtig. Weibliche Intuition schlägt mal wieder zu. Kein Kommentar. I'm on fire today. Müsste ja bei denen auch wieder reichen. Oder auch nicht. Das sind nämlich andere. Was ist das denn jetzt für ein Shit? Oh no. Weil die Red sind oder was? Die eine Eisspeicher? Das will ich jetzt so ausfinden. Das war nur Level 5, aber. Weiß ich nicht. Der war jetzt nur alleine. Weiß ich, was die für eine Schwäche haben. So, wo geht's lang? Schwierig, schwierig. Oh no, ey. Ja, das wird echt alles andere als lustig. Das ist ein ziemlich weitläufiger Dungeon. Und bei allen Ebenen gibt es viel Abzweigung. Aber immerhin ist die Gegnervielfalt hier eigentlich ziemlich cool. Wenn ihr mich braucht. Goodbye. Habe ich mir gedacht. So viel. Bald hat Maria. Okay, Maze. Bald hat Maria auch. Über 1000. Was ist denn das? High Potion Dungeon oder was? Potion. Oder Eva. Immerhin mal was Sinnvolles. Hating it! So much! Es gibt einen Teleport, weil ich nicht weiß, wen die Gegner besiegt. Ich probiere gleich noch einmal Scorch. Aber es sind so schleimige Gegner und. Oh, okay. Keine Ahnung, Kühlen, die besiegt, das sind jetzt schon meine Hassgegner. Ich weiß echt nicht, wo die eine Schwäche haben. Ich probiere es jetzt mal mit Squatch. Zeigen viele eine Schwäche haben. Blitz probiere ich auch noch. Da habe ich eh alles ausprobiert. Das heilt die. Das
das habe ich mir schon fast gedacht. Schleim auf Schleim. Was? Sind das denn bitte für Gegner? Blitz. Da muss es ja Blitz sein. Nee, das war die mit der. Nee, das war auch nicht die mit der Feuerschwäche. Blitz oder so, okay. You never know, you never know. So ein Mist. Ah, die Encounter Rate wieder. Das ist echt nicht lustig. Kann Scorch mal bitte Level 9 werden? Oh ne, ich hab wieder einen Fehler gemacht mit Lila und. Geil. Typisch. Ich hätte so gerne Haste, ne? Wenn wir jemals noch Haste bekommen. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Bin so schwach, das ist einfach nur eine Zeitverschwendung. Ui, Lila hat mal öfter getroffen. Nicht schlecht. Die wird auch mal besser. Hier ist auch noch ein optionales Item. Und zwar diese wunderschöne Truhe. Spider Silk. Hat es gebraucht? 99. Gut, der gelbe Schleim hat eine Feuerschwäche und die roten Schleim haben eine Blitzschwäche. Das heißt, Blitz wird wahrscheinlich gefühlt nichts machen. Bei dem gelben, oh, ist auch egal. Kümmern sich die anderen rum. Schockierende Neuigkeiten. Ja. Okay, wenn man die verstanden hat, eine Elementarschwäche in den selbst geil macht wenig Schaden. Das will was heißen. Also, wie kann man gefühlt fast nur mit Magie besiegen? Gut zu wissen. Nee. 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 Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Warum hat Lila jetzt eigentlich so viel Mana? Die hat doch am Anfang immer nur 10. Teleport Level increased. Ja. Ach nö. Wieso eigentlich auch nö? Eigentlich ist es doch gut. Ein Blitzzauber in dieser Geschichte. Ich weiß ja jetzt, wie die. Gut, dass ich alles ausprobiert habe, ey. Jetzt hätten wir ein Problem bei denen. Ja, gut. Kann ich Blitz auch nochmal ein bisschen leveln? Eigentlich wollte ich den Zauber kaum noch nutzen, aber ey. Okay, Doc. Ja. Okay. Das ist ein relativ linearer Abschnitt, aber es gibt zwei verschiedene Abzweigungen, ne? Tolle Wurst. Fünf. Zehn. Leute, ich habe keine Ahnung, was das hier schon wieder soll. Wisst ihr was? Kack auf die Karte. Wir probieren es einfach so. Nee, Poison tot. Du hast Poison im Namen. So machst du dich bestimmt nicht sympathisch bei mir. Tja, wird für Gift nicht funktionieren, wenn die sowieso Poison sind. Probieren wir es mit Feuer. Daneben! Nicht daneben. Vergiftet? Scheinbar nicht vergiftet. Glück gehabt. Sind die gar nicht so stark? Habe ich die overrated? I don't know. Death Idol. Was auch immer das jetzt wieder ist. Also, in der Ebene gibt es noch so viel, aber ich gehe jetzt erstmal hier hin. Schlimmste Fall, jetzt mache ich den Dungeon nochmal und gehe wieder an den Punkt zurück.
Ja, hier ist wieder ein Abzweig mit einem Spot, wo sich der Weg teilt. Es gibt zwei Wege, die hier unten führen. Laut meiner Map. Sehr verwirrende Dungeon. Leider. Da müssen wir jetzt durch. Cool. Ja, einfach Teleport und kein Bock auf die Gegenwart. So ist das Leben eben. Und es wird auch mal Regen geben. Oh, okay. Was wird hier denn los? No friends. You are forever alone. Allein, allein. Allein, allein. Cool. Ja, ich habe keine Ahnung, wo wir sind, wie gesagt. Was ist denn jetzt los? Oh, nee. Muss das sein? Ich bin der Poison-Tod. Ich habe nur 300 KP. Interesting. Huch. Oh, what we have here? Where are you coming from? Oh nee, sprech nicht Shakespeare in Englisch. Das wäre lustig. Oh, looky, your weird face. Why, no wearing mask. Oh, looky, your weird face, ja, ja. Ja, ja. Labern euch schon das gleiche. Taking back the castle. Weird face. Black mask, our treasure. We keep you at the bottom of cave. You keep your hands off. You no find it, so no take it. Okay, die schwarze Maske ist am Grund dieses Dungeons. Interesting, was? Bye. I mean, ja. Okay. Interesting. Irgendwelche seltenen Waffen. Wäre es jetzt Dragon Quest, hätte ich es nicht gekauft, wegen Demon, aber muss man immer aufpassen mit den verfluchten Sachen. Ich habe aber die weiße Maske, ich habe selber eine Maske, du Doofkopf. Hier ist jetzt nur ein Shop. That's all. Dieses Spiel, ne? Dieses Spiel! Ich könnte ausrasten. Vielleicht sollte ich es für ihn wirklich tun. Vielleicht sollte ich ausrasten. So, Layla, jetzt nun zu dir. Cure! Das sieht doch gut aus. Sind wir jetzt wieder da, wo ich sein möchte? Na, ich weiß es nicht. Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich offiziell verlaufen. Oh, ist das kacke. Fire und Blitz. Mehr soll man nicht benötigen. Boah, Feuer Level 3. Richtig strong. Reicht aber wirklich. Was? Wie so wenig Energie? Nee, jetzt sind wir wieder da. Sehr schön, okay. Dann können wir jetzt... Können wir jetzt weitergehen, muss ich sagen. Das ist so dumm, ey. Gut, wer hier nicht zaubern kann, hat offiziell verkackt, I guess. Tropical Island ohne Zauber. Keine Chance. Das ist viel zu mies. Scorchy! Ja, aber durch die Wizard schon 1 Milliarde Mal, aber okay. Was machen wir mit euch? Mal wieder ein bisschen Fire-Action.
Und dann gehen wir voll in die Offensive. Hoffentlich kriegen die das jetzt auch. Ja. Sehr schön. Nein, kein Gift. Supi. Ich glaube, manche Items bzw. Ausrüstungsgegenstände verhindern auch Gift. Zum Beispiel das goldene Schild. Von daher ist es eine gute Sache. Ach, so viel haben die gar nicht. Gut zu wissen. Ja, gibt nur 3 Schatzkisten. Das ist natürlich nicht wenig. Das ist eigentlich ein cooler Dungeon, ne? Oh. Gerade wo ich den Dungeon lobe, passiert das. Ah, ich könnte ausrasten. Warum tut er mir das an? Why? Just why? Oh, okay. Direkt wegteleportiert in general. Das sieht doch gut aus. Und hier ist ein Blind Town. Kann ich gerne drauf verzichten. Scorchy. Kann ich auch drauf verzichten, bin ich ehrlich. Munition weiter. Ja, ich sollte öfter die Speed-Taste nutzen, weil den Counter-Rate ist echt nicht lustig in dem Spiel. Das ist noch schlimmer als Final Fantasy 1. Das will was heißen. Ja. We are strong. Da kann man noch nur mit dem Kopf schütteln, oder? Blind Tom. Da geht's zur Ebene 3. Okay, Ebene 3. Da sind wir voll dabei. Da unten ist nur eine optionale Schatztruhe. Ich gehe wirklich 2 Meter und der nächste Kampf beginnt. Das ist so ridiculous. Jetzt kann man noch mehr griffen. Da wird nur einer vernichtet. Durch ein Level 8 Teleport. Boah, Layla ist so krass geworden. Die überholt bald 4, was die HP betrifft. Not bad at all. Vielleicht sollte ich gleich mal schauen, wie es progressmäßig ausschaut. Weil ich habe immer noch die Ambition, Squad auf Level 10 zu bringen. Dann steht da schön das X. Wie man so schön aus Final Fantasy kennt. Viele haben ja die römischen Zahlen gelernt durch Final Fantasy. Ich hatte es tatsächlich damals in der Schule. Boah, levelt das langsam. Zum Kotzen. Garlic! Varie freut sich, du's nicht. Ja, ja, und schon bin ich wieder vergiftet. Juhu, juhu. Ja, für die irgendwelche Zauber zu verschwenden, ist Quatsch. Generell kommt es mir so vor, als wenn die physisch nur schwächern. Weil wenn man die mal angezaubert hat, dann haben die echt gefühlt fast gar nichts abgezwackt bekommen. Ja, komm, er ist schon wieder ihr. Die gehen mir mächtig auf den Keks mittlerweile. Kann sie nicht mehr sehen. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn ich die Speed-Taste nutze, weil sonst flicke ich alle paar Meter. Nee. Counter-Rate ist zu heavy in dem Spiel. Oh nee, die Karte ist so doof. Aber ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Jetzt haben wir 1 Milliarde Abzweigungen. Da ist was Optionales, okay.
Oh nee, Leute, was ist das für ein Scheiße? Wisst ihr was? Ich werde den Dungeon nochmal machen. Wenn ich was übersehen sollte. Darauf können wir uns einigen, oder? Oh nee, das sind die scheiß Gegner, die sind doch richtig mächtig. Komm schon, weg mit euch! Wild Horn! Vielleicht sind die auch gar nicht mehr so schlimm. Ist ja schon ein bisschen her, wo wir Probleme liegen hatten. But who knows? Na, wie viel Schaden machen sie? Nee, sind nicht mehr so schlimm. Nee, okay. Und, nee, der ist auch Big Horn, den ich meine. Das war ein anderer. Na gut. Schon wieder keine Magie mehr übrigens, ne? Also, die Äther werden hier rausgeschossen wie sonst was. Und ich habe erfolgreich keine Ahnung, wo wir sind. Ah ja. Ah ja. Es führt zu dieser einen isolierten Schatztruhe. Das kriegen wir hin. Wow. Macht schon Multi. Trotzdem kaum Damage. Diese Gegner sind ein Witz. Ein ziemlich schlechter. Ein Doppelter, ne? Zwei Köpfe. Phoenix Down und Monster in the Box. Vielleicht jetzt mal starke Gegner. Nö. Ich bin sogar schwächer als die anderen Gegner, ja. Ein Feuerangriff und das war's. Das sollte es gewesen sein. Ja. Gerne mehr Untote. Danke. Ja, Phoenix Down. Kann ich drauf verzichten? So ein Mist. Die hatten die Blitzschwäche, ne? Ja, echt blöd, dass das so lange dauert mit dem Zauberlevel. Aber das kritisieren halt viele bei Final Fantasy 2, dass es so grindy ist. Am Anfang geht es so relativ schnell mit dem Level ab, so irgendwann ist es halt echt nicht mehr lustig. Ich guck mal, was hier ist. Ich hoffe nicht, dass wir da schon zum Endboss hinkommen. Ich flick halt nicht durch. Also der Dungeon ist so komplex und verzwickt. Da hilft mir die Karte tatsächlich jetzt auch nicht. Struck by Lightning! Hat Thor mir gelehrt, der Donnergott. Sehr schön. Wir haben auch schon vorher Level 4, immerhin. Das ist heute nix. Tropical Island B3. Ah ja, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Das führt zu 11 und 11 führt zu 12 und 12 führt dann. Ah ja. Das ist tatsächlich komplett optional. Sehr langer Weg für drei optionale Schatztruhen. Ja, bei diesen nervigen... Oh, okay. Die müssen wir ja so angreifen, weil diesen nervigen extra Weg werde ich auf jeden Fall die Speedtest vergewaltigen. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Die Gegner haben wir jetzt mehr als genug schon gesehen. Da sind sie ja schon. Nervt nicht, ihr Toads. Battletoads. Oh je. Ich hätte eine Heilung vertragen können. Sagen wir es mal so. Nerd. Gucken wir mal, was Quatsch macht. Hier wahrscheinlich eher weniger, als so ein Gift-Dungeon ist. Ach doch, geht aber. Schwing, 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 schwing. Hier sollten wir unbedingt Taste haben. Was meint ihr, wie viel Schaden geil machen wir mit Taste? Das wäre so insane. Na, da habe ich so einen Status-Effekt bekommen hier, Alter. Sehr schön. Squatchy!
gefühlt gar nicht levelt. Aber hey. Die sind echt free. Aber Big Horn ist viel gefährlicher. Ja, und diese Schätze, die wir hier bekommen haben, sind echt absolut für die Katze. Kann ich nicht anders sagen. Genau wie der Cure-Zauber von Layla. Der viel zu schnell aufgebraucht ist. Ups. Voll mit dem Kopf gegen die Wand. Ihr merkt schon, die Gegner hier bieten keine Herausforderung. Mal gucken, wie der Boss ist. Was ist das? Du glaubst echt, du hast eine Chance? Nice. Better luck next time. So, jetzt müssen wir wieder an der Stelle sein. Ja, B4. B4. 9, 9 für dein, ja, 13. Ah, 9 führt zum Boss, okay. Weil zum Boss möchte ich halt logischerweise noch nicht. Ich will ja erst alles plündern hier. Wie jeder gute Dieb es machen würde, wie Paul es machen würde. Hey, ein Paul! Paul Phoenix. Das meine ich halt. Ich gehe wirklich legit 2 Schritte und die nächsten Gegner kommen. Hier ist so ein Schatz und da geht's zum Boss. Ich will weiter rechts gehen, deswegen gehe ich links. Da es hier noch zu einer anderen Ebene geht. Ja, wo nur ein Schatz ist. Herzlichen Glückwunsch. I mean, ja. Teleport und tschüss, Mann. Ich hoffe, es klappt. Nein, klappt nicht. Ich guck, ich geh 2. Oh, ich muss mit der Speed-Taste spielen, Leute. Ich kann nicht anders. Sonst macht mir das irgendwann keinen Spaß mehr. Es ist echt zu heftig. Oh, verdammt. Schon habe ich wieder keine Magie mehr. Wie sieht's aus? Ach geil, weißt du was? Einmal Cure für die ganze Gruppe, bitte. Der hat jetzt schon über 2000, der Typ ist so insane. Der ist doch komplett verrückt geworden. Okay. Ja, hier gibt's nur noch einen einzigen Weg. Das ist der hier. Da geht's zu was. Geil, hat einfach doppelt so viel Energie wie Maria. Ist nicht, was ich davon halten soll. Mann. Ja, wie gesagt, die Zauber haben nicht wegen eine große Zukunft für dieses Let's Play. Ich glaube, der Flair-Zauber, so krass ist der nicht. Täuscht euch da mal nicht. Du bewachst die schwarze Maske. Soll ich dich ernst nehmen? Soll ich? Tue ich aber nicht. Nur ein Cure für die ganze Gruppe und los geht's. It's got mask. Ja, so höre ich mich auch morgens an. Es ist doch Big Horn. Kennen wir auch schon von der Overworld. Hab ich jetzt ein weniger Angst vor. Squatty! Ja, hier holen wir natürlich drauf und hier machen wir. Ja, Attack. Gucken, was effektiv ist. War schon mal nicht schlecht. 44 nur, also keine Challenge. Das sind ja eigentlich auch normale Gegner, so ein sowas als Bossgegner abstempeln, ist so eigentlich eine Frechheit. Jetzt treffen die nicht mehr wegen Blink. Gut. Kai hat aber 2000, 2005.
Nee, das Spiel ist 1988 rausgekommen. 7 Jahre vor meiner Geburt. Mama Scotty. Den da oben greife ich jetzt erstmal nicht mehr an. Weil er sowieso schon cursed ist. Naja. Bisschen was verknacken wollen, sondern doch. Die Wichtigen haben es bekommen. Dem besorgten Zustand hier auch die ganze Zeit attackieren. Guck, einer ist schon mal Geschichte. Schwing, schwing. Auch cursed. Let's go. Jetzt wollen wir noch protect. Will ich, glaube ich, nur physisch angreifen. Dann cursen wir den da oben auch noch. Das wäre ideal. Das wäre einfach wunderschön. Ui, okay. Die haben echt nicht viel, kann das? Echt nicht die stärksten Gegner. Cross ihn! Ja, der pennt jetzt, okay. Und zum Ende was. Dass er das überlebt hat. Ich glaube, die 919 wird er allerdings nicht überleben. Gut, das war Tropical Island. We did it. Black Mask! Damit haben wir die beiden Masken. Jetzt müssen wir zu Minwu. Zu Minwu. Tja. Da stehen wir. Das ist natürlich die Frage. Ich will mal kurz nachschauen, ob wir jetzt erst zur Mysidia Town müssen oder schon zu Minwu zu Cave. Ja, ihr Lieben, wir müssen jetzt zu Mysidia. Und Mysidia ist... Ja, genau. Mysidia Cave, da ist Minwu. Oh, hab ich Bock auf die jetzt. Scorchy! Können wir so ein bisschen leveln. Aber den Mysidia Cave dann schon natürlich erst beim nächsten Mal. Jetzt haben wir schon die Masken. Black Mask, White Mask, Majora's Mask. Falsches Spiel. Nicht, dass der Maskenhändler die bekommt aus Majora's Mask, deswegen. Ich weiß nicht, die Schwarze Maske hätte man wahrscheinlich schon eher holen können. Ich fand die Gegner auch ziemlich schwach in Tropical Cave. Ja, ich hab's jetzt gemacht. Nur damit du Bescheid wirst. Hätte man schon eher hingehen können. Ich will aber erst in Mysidia Stadt, bevor wir jetzt zu Minwu direkt gehen. Wir wissen, was da abgeht. Nervt nicht! Ich hasse euch und eure ganze Familie. Hässlichen, fetten Piraten. Ich möchte gern Jack Sparrows. Ich bin ein Pirat! Die komische Riesensäbel. Mhm. Hier würde ich gerne anlegen. Ja. Und Mysidia ist jetzt in diese Richtung los. Ugh, Black Flame. Das sind die Gegner von dem Peninsula of Power, ne? Aber jetzt müssen wir ja stark genug sein. Jetzt müssen wir ja stark genug sein. Nee, das waren die nicht. Und wenn, sind wir jetzt ultramächtig. Die haben gar nichts zu melden gehabt. Tja, Preisfrage, wo ist jetzt Mysidia? Doch, das sind die Gegner von Peninsula of Power. Wie gesagt, die sind jetzt nicht mehr stark. Ja, meinetwegen. Bomb on mine! You're mine! Ich geh mal wieder oben hin, die Gegner sind ja dann doch schon ein bisschen ernst zu nehmen, aber so schlimm sind sie jetzt auch nicht. As you can see. Dung dung! Die sind witzig geworden.
Kommt mir so vor, als wäre ein bisschen mächtig. Ein bisschen sehr mächtig. Wo ist jetzt Mysidia? Verdammt nochmal. Cool, genau da, wo ich nicht bin. Ich kann kotzen. Hier ist Mysidia Cave, oder was? Probably. Ah, genau da möchte ich immer noch nicht hin. Okay. Ohne Magie fehlt die Gegner ein bisschen widerlich. Ich sehe, warum ich jetzt wieder, weil ich einfach falsch gelaufen bin. Das ärgert mich. Falls nochmal so blöde untote Gegner kommen. Das heißt, ich muss hier entlang. Das ist mir wieder ultra nervig gemacht. Okay. Die Gegner sind offiziell absolute Witzfig geworden. Okay. Ich glaube, die Imps waren richtig stark. Die machen nämlich so nervige Starts für einen. Das war ich das letzte Mal gespeichert habe. Oh nein. Okay. Immerhin sind die schon mal weg. Was passiert hier gerade? Das gefällt mir überhaupt nicht. Danke. Die Gegner sind viel zu stark. Was sind das für Gegner? Ich frage noch. Hilfe. Ich muss noch eine Schwäche haben. Ne. Höchstens Scorch. Und davon gehe ich nicht aus. Was sind das für Gegner? Mein Albtraum ist geboren. Definitiv. 1 Milliarde Level-Ups, wer hätte es gedacht? Bei den Hitpoints, die wir gefressen haben, echt Curse. Ja, toll. Scheiße. Dann war ich mit einem Safe State. Ich will die Stadt nur erreichen. Ja, keine Imps. Danke. Ui, da sind die Majors. Sieht aus wie ein Black Mage, nur in Rot. Das war kein Red Mage. Rotmagier sehen nochmal anders aus. This is Mysidia, Kingdom of Mages. You've certainly come a long way to be here. Und ich hoffe, ihr habt jetzt vernünftige Sachen im Angebot. Powers der Flamelands. Das klingt doch mal geil. Ogre-Killer. Einfach mal alles mitnehmen. Powers der habe ich schon. Cool. Sonst hier noch irgendwas? Nö. With many ancient texts in our town, please browse them in your leisure. Erstmal eine Runde schlafen. 8.90 Uhr, ja. Schön krumme Zahl, wie immer. Pech gehabt.
Na, 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 na. Boah, ich hab so keinen Bock auf die Imps. Also wenn die im Dungeon... Die Standard-King ist immer ein Problem. Free Artifacts protect the seal of the tower. Tja, das dritte Artefakt haben wir noch nicht. Ist ja wohl klar, dass ich dazu schlage, ne? Was ist denn hier los? Some time ago, a wizard named Windu passed through town on his way to the tower. You'd best hurry after him. A statue of a goddess is enshrined beneath the city. She watches over the crystal rods. Kristallstab, den brauche ich nämlich jetzt. Ui, da wollte ich jetzt noch nicht hin. I was just thinking about an old friend of mine. He had been researching electricity. He used to walk around in circles trying to find electrical energy. According to him, by walking around in circles, you could store the energy from electric damage. But I'm sure Pax quite enjoyed. Ah, ha, ha. I wondered what happened to him. Was auch immer du jetzt meinst, Wolf. A very small island lies in the middle of the sea. There you find the Black Mask, the White Mask's counterpart. Hab ich schon. Alles super. Das ist jetzt für ein komisches Häuschen. Ja, als ob hier kein Secret versteckt. Das könnt ihr mir nicht erzählen. The Mage is on Wolf, Spell, Fierce and Power and Banish Pandemonium. Averting the crisis, however the mages feared that the spell was so powerful, it could throw the world into chaos. So they construct a great tower and sealed within the tome inscribed with the spell secret. Ach, die haben den Spell versiegelt, weil die Angst haben, dass dann die Welt untergeht, wenn in falsche Hände gerät, okay? So you want to break the seal on the tower? Yes, I agree, this is the time. We will do nothing to stop you. You must first collect the two masks, then travel to a cave you will find somewhere on this continent. Within, you should find a crystal rod, an artifact you will need if you are to enter the tower. Da fehlt nur dieser komische Crystal Rod. Ich verstehe. Knight's Armor. Ach, Knight's Armor, ich weiß ja nicht. Ist das echt so viel besser? Ja. Ist nicht viel besser. Und Golden Armor hat ja noch ein extra Benefit. Ob ich das umsonst aussehen oder ist egal. Das spielt mittlerweile eh keine Rolle mehr in dem Spiel. Ui. Habe ich doch alle schon. Trotzdem, Protect nehme ich nur einmal mit. Shell nehme ich nur einmal mit. Aus Gründen. Ja, dafür habe ich ja genug. Hier kann man alles kaufen. Wow. Holy. Oh. Ah, oh, so teuer. Nee, Swap will ich nicht. Klingt ja echt nicht schlecht. Live-Turm. Brauche ich auch noch zweimal, weil wie gesagt, zwei Mitglieder kommen ja noch. Ist eh nicht teuer. Tja. Vier. Naja. Okay, genug Geld ausgeben. Immer noch kein Haste. Das kann doch nicht wahr sein. Straight. Aber wir haben Holy, ihr Lieben. Wir haben Holy.
das werde ich jetzt auf jeden Fall verteilen. Wall ist auch cool, kriegt 4. Holy kriegt 4. Ja, Maria kannst du mir lernen, muss ich was ablernen. Barrier. Geht auch nicht. Ich glaube, da muss man ein bisschen umdisponieren. Was braucht Maria nicht? Silence benutze ich eh nicht. Was brauchst du nicht? Fahre ich mal bei ihm jetzt echt Stopp weg. Der Rest sieht eigentlich ziemlich sinnvoll aus. Der Rest sieht sinnvoll aus und der braucht ja noch die Ultima-Taum. Ja, bei ihm jetzt nicht mehr viel ändern. Holy ist echt ein starker Zauber. Es wäre Schwachsinn, das jetzt nicht beizubringen. Tja, Raising Defense. Ich weiß halt nicht, wo der Unterschied zwischen, also zwischen den beiden hier ist. Zwischen Barrier und Wall. Ich hab keine Ahnung, das Spiel war voll, mich krass nervt. Ich lasse es erstmal so. Ich bin ja relativ zufrieden mit der Konstellation, wie es gerade ist. Cool. Darf ich fragen, was das hier ist? Ist auch ein Mysidia. Ist auch ein Mysidia. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich gerne hier den Part beenden. Und beim nächsten Mal werden wir Minwo aufsuchen. Der befindet sich irgendwo in der Mysidia Cave. Da kriegen wir einen Crystal Staff. Und mit Hilfe von den zwei Masken und dem Kristallstab können wir dann zum Mysidia Tower gehen und den Ultima Zauberspruch bekommen. Und dann sind wir ready. Dann stehen wir gut da. Gegen den Kaiser und seinen dunklen Truppen. Das klingt doch nach einem guten Plan. Gut, das war's für diesen Part. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Cecilia. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!